Heute geht es um die weibliche Energie, wie wir Frauen mehr in unsere weibliche Energie reinkommen und wie wir das ausgleichen können, weil wir leider in einer Gesellschaft leben, wo das Männliche sehr dominiert, dieses Machen und Erreichen und Disziplin und Ordnung und Struktur. Das ist nicht falsch, aber wenn das zu viel ist, dann sind wir einfach zu viel in unserer männlichen Energie. Und wenn wir Frauen zu sehr in unserer männlichen Energie sind, können wir niemals einen Mann anziehen, der auch in seiner Energie ausgeglichen ist. Ne? Yin und Yang, das, wenn wir uns das anschauen, wenn es bei uns ausgeglichen ist, ne? Wenn es bei mir als Frau unausgeglichen ist, kann ein Mann in meiner Nähe nicht ausgeglichen sein, wenn ich mit ihm eine Beziehung führe. Dann muss es bei ihm auch ausbalanciert sein, indem es mehr Weiblichkeit gibt als Männlichkeit. Und wenn du wirklich einen richtigen Mann anziehen willst, wenn du in einer Beziehung sein willst, in der du einfach nur einen richtigen Mann an deiner Seite hast, dann schau, wie es mit deiner Energie aussieht. Ich lese dir jetzt ein paar Sachen vor und du schaust, ob es auf dich zutrifft. Und wenn ja, dann bist du zu sehr in der männlichen Energie. Und zwar Punkt 1 ist, fühlst du dich häufig angespannt und überfordert? Fällt es dir schwer, Entscheidungen zu treffen, weil du alles immer und immer wieder überdenkst? Sehnst du dich aus tiefstem Herzen danach, endlich mal Zeit für dich und deine Hobbys oder für deine Selbstfürsorge zu haben? Verschiebst das aber immer wieder auf später. Überleg mal, ob dir das bekannt vorkommt. Fühlst du dich oft innerlich getrieben, gestresst und abends völlig ausgelaugt? Hast du das Gefühl, dich für andere Menschen in deinem Umfeld zu verstellen, statt authentisch du selbst sein zu können? Lehnst du deinen Körper ab und fühlst du dich unwohl in ihm? Überfordern dich deine Emotionen? Versuchst du immer alles unter Kontrolle zu haben und wirst dann manchmal noch ganz plötzlich von deinen Gefühlen regelrecht überflutet? Wenn das auf dich zutrifft, dann ist definitiv zu viel männliche Energie drin. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist bei mir immer und immer wieder, also dass ich immer wieder bewusst daran arbeiten darf, in meine weibliche Energie zu kommen, weil ich auch so ein Typ war. Ne? Wir müssen immer aufpassen, wie wir reden. Macherin, diszipliniert, organisiert, Ordnung, Struktur. Und wenig, ja, also im Vergleich zu wenig verspielt, zu wenig im Empfang, genießen und zurücklehnen. Das dürfen wir ausgleichen. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, wie du es ausgleichen kannst. Und lass dir im Hinterkopf sein, wenn du nach einem Partner suchst oder mit einem Partner zusammen sein möchtest, der ein richtiger Mann ist an deiner Seite, der dich unterstützt, der für dich da ist, dann ist es so wichtig, mit diesen Sachen zu arbeiten. Wenn du Töchter hast, ist es wichtig, dass sie das lernen. Leider kommen wir, fast alle Frauen, also ich auf jeden Fall, aus einer Erziehung, wo die Mütter keine schöne Ehe hatten und ihre Töchter motivieren, Gas zu geben, Geld zu verdienen, selbstständig zu sein, sich bloß nicht von einem Mann abhängig zu machen, denn er könnte es ausnutzen und dann hast du kein schönes Leben. Das Problem ist nur, wenn ich als Frau, klar, von der einen Seite geil, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin frei, ich kann tun, was ich möchte. Nur wenn ich zu viel in meiner männlichen Energie bin, wie soll ich denn da einen richtigen Mann anziehen? Es sollte und darf einen Ausgleich geben. Ja? Ich darf in meiner männlichen Energie sein, aber auch in meiner weiblichen Energie, dass ich diese zulasse. Es ist so in der Gesellschaft, dass wenn eine Frau von klein auf das mitbekommt, also Mutter wird vielleicht unterdrückt oder wenn auch nicht unterdrückt, wir lernen es schon in der Schule als Frauen, als Mädchen, dass wir geben müssen, diszipliniert sein müssen, manchmal auch dieser Ellenbogenkampf erreichen, viel männliche Energie, die Ausbildung, das Studium, ich muss was erreichen, Geld verdienen, was aufbauen. Wenn ich das aber so gewohnt bin, und mein ganzes Leben so vorgehe, dass ich immer nur mache, mache, gebe, 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 kann ich keinen Mann anziehen, der mir gibt, sondern einen, der mir noch mehr Lasten aufbürdet. Das heißt, dann hat man die Kinder, dann hat man das Finanzielle, dann hat man das alle oder viele Aufgaben, die die Frau dann alleine macht. Und wie vielen Frauen geht es so, dass die es alleine machen? Und dass der Mann kein richtiger Mann, also ich beschimpfe hier gar keine Männer, er ist trotzdem ein Mann, aber die Qualitäten der männlichen Energie, die sind nicht ausgeglichen bei diesem Mann, weil sie bei mir nicht ausgeglichen sind. Und wir können nur Männer oder Frauen anziehen, die passend zu unserer Energie sind. Und deshalb ist es so wichtig, an meiner Energie zu arbeiten. Ich brauche keinen Mann, der mir noch mehr Lasten aufbürdet, weil ich es so gewohnt bin, dass ich geben muss, geben, 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 geben. Ja, viele haben den Glaubenssatz, ich muss arbeiten, sonst wer gibt mir sonst das Geld? Der Mann. Und da bin ich ein bisschen altmodisch. Ja,
der ist dafür verantwortlich, mich zu unterstützen. Und für die Männer, die es triggert, ja, mit dir will ich sowieso nichts zu tun haben. Ich möchte einen Mann an meiner Seite, der für mich sorgt, der für mich da ist. Gerade dann, wenn ich schwach bin und gar nicht kann. Und das ist aus meiner Sicht so, wofür wir Frauen auch gemacht sind. Ne? Das, so, Punkt. Was kannst du jetzt tun, um in deine Weiblichkeit reinzukommen, um mehr weibliche Energie in dir zu integrieren, damit es ausgeglichen ist und damit du auch einen Partner anziehen kannst oder in deinem Alltag? Es hat nichts nur mit Partner zu tun, allgemein im Alltag. Wenn es ausgeglichen ist, haben wir weniger Blockaden und ziehen auch Situationen im Außen nicht an, die uns das Leben schwer machen, wo wir noch mehr Probleme haben. Was du tun kannst, ist in deinen Körper reinkommen, deinen Körper spüren. Was fühle ich? Du kannst dazu was schreiben. Also still werden und fühlen. Und raus aus dem Kopf. Ist so schwierig für viele von uns, wirklich zu fühlen. Wir wollen immer alles verstehen, warum es so ist. Wir wollen dem ein Label geben, ein Etikett geben, es erklären. Ja, ich fühle mich jetzt so, weil... Was fühlst du? Wo fühlst du es? Bewege dich. Du kannst entspannte Musik einlegen und den Körper einfach intuitiv bewegen. Das Weiblichkeit, das entspannt. Du wirst spüren, dass du danach viel, viel entspannter bist. Genieße die Natur. Barfuß laufen auf der Wiese. An duftenden Blumen riechen. Wie ein kleines, verspieltes Kind. Das ist diese Weiblichkeit. Einen schönen Duft zu Hause auflegen, sagt man das so? Kerzen, ätherische Öle, sodass du diesen Duft einatmest. Genieße die Blumen, wenn du Rosen hast, zum Beispiel zu Hause, die du dir selber kaufst. Es muss nicht unbedingt ein Mann sein. Aber in diesen Genuss kommen, entspannen. Kannst du es schaffen, wenn du es nicht jeden Tag schaffst, einmal die Woche für eine Stunde zu entspannen? Eine Stunde nur für dich, wo du dich zurücklehnst und nichts tust. Ich sage das und meine Erfahrung war bei mir, dass es so schwer war. So schwer war und bis heute noch manchmal schwer ist, weil mein Kopf mir eine Liste gibt, was alles noch zu erledigen ist. Weil, ich meine, das ist natürlich ein Prozess. Wenn wir so aufgewachsen sind, ist das tief in uns verankert, dieses ständig etwas leisten müssen. Und dagegen arbeiten ist manchmal schwierig. Mich hinsetzen und entspannen ist viel, viel schwieriger, als hektisch etwas zu tun. Aber wenn ich entspanne, spüre ich in mich hinein und spüre, wie etwas in mir versucht, mich zu drücken, aufzustehen und etwas zu erledigen. Und dann bleibe ich mit diesem Drücken. Ich bleibe mit dieser inneren Stimme, die mich ständig runterzieht und sagt, du wirst die Sachen nicht schaffen. Du hast jetzt eine Stunde verloren. Ich bleibe damit und spüre das. Und ich glaube mir, Leute, ich spüre das um mein Herz herum. Ich spüre es auf meinen Schultern, wie etwas so hart drückt, dass ich mich beeilen soll. Sonst schaffe ich es wieder nicht. Wieder. Wo ich jeden Tag bis jetzt mein Leben irgendwie geschafft habe. Das sind die Qualitäten von weiblicher Energie. Schau für dich im Alltag, was kannst du tun, um in deine weibliche Energie zu kommen, spielerig zu sein, zu empfangen, zu entspannen, deine Stimme zu aktivieren mit Singen zum Beispiel. Auch das hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun, natürlich auch für Männer. Das macht was mit dem Halschakra. Alleine singen. Ich bin das gewohnt von Tunesien, es ist völlig normal, dass eigentlich die Oma oder die Mutter immer was vorsingt. Dass man einfach singt. Also wirklich weich sein, einfach nur weich sein. Wie kann ich noch weicher sein und noch empfänglicher für Genuss sein im Alltag? Das wäre einer der Aufgaben, um mehr in deine weibliche Energie zu gehen. Und natürlich darfst du auch weiterhin erfolgreich sein und diszipliniert sein und all das tun, was für Ordnung sorgt und für Geben. Das Geben, ja, das ist ja wieder das Männliche. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.